Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Final Fantasy 9. Im Morast der Kuhs. Mal wieder. Hurra. Ich war übrigens mal wieder eine Kuhbonus abgeben. Kommt wieder ein Elixier bei raus, aber ich nehm's. Sagen wir es mal so. Ich nehme es. Hallo Mogris. Tschüss Mogris. Die einzigen Mogris im Spiel, die mich nicht interessieren, weil sie Tutorials abgeben und nicht, ich sag mal, Briefe verteilen können. Na du? Quina, bei dir scheint ja auch alles fit zu sein. Haben wir lange nicht gesehen. Geschehen. Entschuldigung. Esch war unglaublich anstrengend. Ganz alleine von Clara wieder zurück, Mampf. Sag mal, kennst du einen Weg, der zum äußeren Kontinent führt? Ich hab gehört, der soll hier in der Nähe sein. Zum äußeren Kontinent, Mampf? Der ist bestimmt voller schaftiger Frösche, Mampf. Hört sich lecker an, Mampf. Für frische Frösche bin ich immer zu haben, Mampf. Das war zwar eigentlich nicht der Sinn der Sache. Also der Sinn der Frage, aber ist okay. Ja, ich gehe jetzt einmal nach unten, wieder nach oben und dann können wir schon wieder Frösche jagen. Und ich dachte mir, wenn wir schon mal hier in der Gegend sind, dann fangen wir schon mal die nächste Ladung Frösche, sag ich mal. Wir sind noch nicht mal bei 10. Echt traurig. Na, springt los. Ha! Ein Weibchen, ein Männchen. Spring zu mir! Komm, spring, los, trau dich! Gut, jetzt muss ich so langsam gucken. Du bist ein Männchen, okay. Jetzt haben wir hier 4 Frösche. Eins davon wird ja wohl noch ein Weibchen sein. Der Froschkönig zählt ja sowieso nicht als irgendetwas. Der Froschkönig ist geschlechtsneutral. Wie auch immer das funktioniert. Vor allen Dingen, weil er ein König ist. Du bist ein Weibchen, gut. Diesen Frosch behalte ich jetzt im Auge. Der bleibt damit da drin. Come on, Froschi. Froggy, wie auch immer. Ah, goddammit. Ich stehe hier, drücke den X-Knopf wie ein behämmerter Idiot. Und warte drauf, einen Frosch zu fangen. Soweit ist es gekommen mit meiner LPA-Karriere. Komm schon. Ja. Das Männchen ist das da oben rechts gerade. Ist auch noch einfach zu merken. Das ist der Froschkönig. Und jetzt nur noch du. Komm her. Ja. Das sind die Frösche, die jetzt übrig bleiben. Aber damit haben wir auf jeden Fall ein Elixier uns erkämpft. Oh je. Yeah. Ich will ja nichts sagen, aber ein Elixier ist so lala als Preis, aber gut. Und Quina, bist du bedient, aber genug. Ja, gut, okay, dann machen wir jetzt das, was wir eigentlich machen sollen. Ja, es ist unglaublich, dass wir hier noch einen zweiten Zweck haben, aber das ist eben so. Wir müssen hier, wenn ich mich recht erinnere, schon etwas länger her, wir müssen hier nach ganz rechts. Jawohl. Quina, wo gehst du hin? Ich rieche Frösche, Mampf. Lass die Frösche Frösche sein und hilf uns, den Eingang zu finden. Hier lang, hier geht's zu dem Frösche, Mampf. Hey, Quina, jetzt warte doch. Und da stapft er dahin. Ach, je. Ja, aber das hat so seinen Effekt, denn Frösche, Mampf. Warte! Jetzt ist er mir schon wieder weggeflutscht, Mampf. Hey, Quina, vergiss die Frösche. Schau doch, das ist doch der Eingang zur Mine, den wir gesucht haben, oder nicht? Den habe ich vorher noch nie gesehen, Mampf. Komm, gehen wir da wirklich rein, Mampf? Aber hallo, und wie wir da reingehen werden?
Vielleicht kommen wir so zum äußeren Kontinent. Normalerweise sollte man sich nicht auf vielleicht und unter Umständen stützen, aber wie wir ja wissen, wir haben leider auch absolut keine Alternative. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen hier im nächsten Dungeon der Fossilienmine. Mit einer der... Das ist... Diese Musik ist so eine schöne Mischung aus echt creepy und irgendwie normaler Musik. Ich find's gut. Ist da irgendetwas? So dunkel, ich kann nichts erkennen. Oh, wird schon gut sein. Was ist jetzt los? Jetzt stürzt die Mine ein. Ha! Nein! Grüße mir die Hades, Droschke. Einem Feind, jetzt kommt's aber knüppelig hier. Einem Feind, den wir nicht viel entgegenzusetzen haben. Weniger, weil wir instant im Kampf verlieren würden. Nein, es ist eher die Tatsache, dass dieses Monster selbst beim Verlust seines eigenen Lebens einfach wieder hinterher aufsteht. Das heißt, im Großen und Ganzen bleibt mir hier nur die Flucht. Und ich lege einen echt guten Sprint hin, muss ich sagen. Ab hier geht es jetzt erstmal nicht mehr weiter. Die Hadesdroschke ist am, naja, sich drehen. Und fällt herab. Gut. Die Hadesdroschke kann übrigens Level 5 tot. Also wenn ihr alle Charaktere auf Level 20 hättet, könntet ihr dann mit einem Schlag sterben. Nicht gut. Tut mir leid, Vivi. Bist du in Ordnung? So halbwegs. Vorsicht. Weg da! Mumpf! Das war aber haarscharf. So was Blödes. Nun ist sie futsch, die schöne Droschke. Wer ist da? Ich hab dich gesucht, Prinzessin Garnett. Wer ist denn die hübsche junge Dame? Hör auf zu beizen, Kommi. Jawohl. Ich bin Lani. Und ich bin auf der Suche nach Prinzessin Garnett auf Befehl ihrer Majestät, Königin Brain. Auf Mutters Befehl? Was möchte Mutter denn von mir? Aber eines schon mal vorweg, nach Alexandria kehre ich nicht zurück. Naja, eigentlich ist die Königin noch gar nicht so sehr an dir selbst interessiert, Prinzessin. Was soll das heißen? Vielmehr an dem Gegenstand, den du aus dem Schloss entwendet hast. Ich bin mal so dreist und verlange ihn zurück. Ihre Majestät besteht nämlich darauf. Aber, wir wollen doch nicht unvernünftig sein, oder? So viel Glück wie vorhin hast du kein zweites Mal. Wenn du weißt, was gesund für dich ist, dann gibst du ihn mir. Also sei brav und drück dieses verfluchte Teil raus. Dieses Höllengefährt vorhin hast du also auf uns gehetzt. Der Junge kapiert schnell. Und naja, wenn die Prinzessin dabei umgekommen wäre, tja, im Schloss hätte wohl niemand geweint. Was willst du damit sagen? Er kapiert wohl doch nicht so schnell. Als ich meinen Auftrag erhielt, da hieß es jedenfalls nichts von... Und der Prinzessin darf auf keinen Fall etwas zustoßen oder so etwas ähnliches. Aber Mutter würde doch niemals... Ruhe jetzt. Also nun gib schon her die verdammte Kette oder muss ich erst handgreiflich werden? Jetzt wird's interessant. Und was ist, wenn sie Nein sagt? Ihr Schwachköpfe, ich hab so langsam die Schnauze voll von euch. Ja! Wer gedacht hätte, wir können uns jetzt einen Boss sparen, der hat leider... bisschen daneben gegriffen, sag ich mal. Nein, wir dürfen gegen Lani kämpfen. Auch hier gibt's wieder ein paar Items, die es sich zu stehlen lohnen, prinzipiell. Wobei es natürlich auch immer darauf läuft, mach's dir nicht so schwer und gib mir die Kette, ja. Worauf es natürlich immer darauf hinausläuft, dass wir immer wieder... ja, was ist es? Heilen müssen, während wir das hier machen. Ich weiß gar nicht, warum sie Analyse spricht, so nebenbei bemerkt. Aber gut, soll mir egal sein. Das heißt natürlich, ich muss jetzt wieder hier stehen und versuchen, die Sachen zu stehlen, was ein bisschen länger dauern könnte. Was dann auch wieder heißt, wenn es zu lange dauert, werde ich einfach einen Cut machen. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ja, sie benutzt gerne Aerora.
Vornehmlich wird sie Suna angreifen. Sowieso immer sehr nett. Aber das ist so, sie greift halt vornehmlich Suna an. Kann ich nicht viel gegen ändern. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt eigentlich darauf hoffen, dass ich zwei Sachen stehen noch kann. Ich möchte einmal ein Gladius bekommen. Das ist dann wieder eine neue Waffe für Komi, was ich immer gut finde. Des Weiteren können wir hier potenziell ein Kurainenschwert bekommen. Auch sehr nützlich. Aber natürlich dadurch, dass sie erstmal die ganze Zeit Suna malträtiert, ist das manchmal so ein bisschen nervig. Können wir direkt sagen. Das ist halt so. Da so ein bisschen Dialog immer wieder bringt, lasse ich es erstmal drin, aber im Großen und Ganzen, ja, kann man sagen, ist es hinfällig. Na toll, ich glaube nicht das Kurainenschwert. Ah! Persönlich hätte ich nur gedacht, dass der Gladius die einfache von beiden Waffen sein würde und nicht das Kurainenschwert. Wobei, ab und zu ist die Reihenfolge eh ein bisschen andersrum. Was nicht heißen soll, dass dann dieses und jenes auf einmal das Schwerere zu stehen ist. Nein, sondern einfach nur die Reihenfolge wird ein bisschen umgedreht. Das heißt, prinzipiell könnte jetzt das Gladius zumindest einfacher zu holen sein als die wir echt Suna nicht lebendig sehen. Meine Güte. Das Gladius könnte jetzt schlussendlich noch einfacher zu stehen sein als das Korallenschwert, muss es aber nicht sein. Ist immer ein bisschen ärgerlich. Ich belebe es jetzt immer wieder. Das ist dann traurigerweise sowas wie mein Fleischschild. Steht da, kriegt den Schaden und ja gut, jetzt stehen wir hier, kriegen alle den Schaden. Finde ich dann weniger schön. Nein, nicht Engelspeise, nein. Himmelswind, ja. So, okay. Jetzt kann ich die Gegenoffensive starten. Schön, dass es funktioniert hat einigermaßen schnell. Das finde ich sehr praktisch. Ich setze einfach mal Feurer ein, weil sie jetzt keine großartige Schwäche hat. Ich kann übrigens großartig sagen, ihr kriegt für diesen Kampf weder Erfahrungspunkte noch AP. Ihr werdet gleich sehen, warum, aber dem ist halt so. Wir kriegen hierfür keine Erfahrungspunkte oder AP. Wichtig war eben nur das Stehlen von dem schönen Detonator. Sie hat knapp 6000 HP. Aber das ist, denke ich mal, nicht das Problem. Was tust du da? Ich verprüge dich. Das ist eine Frage. Was soll ich da tun? Eine Nase bohren? Nein, genau. Okay. Tja, das wird wahrscheinlich jetzt sofort wieder auf Prinzessin Garnett gehen. Nein, tut's nicht. Unglaublich. Unglaublich. Könnte mich zwar umbringen, aber... Yep. Ich hab entweder... Ich weiß nicht, ob ich untertrainiert bin oder nicht, aber... Es ist, lustig anzusehen. Ganz schön hartnäckig. Naja. Das ist das Einzige, was dieses Schulterzucken bedeuten konnte. Ein typisches... Naja. Was soll man machen? Ist übrigens ganz praktisch, wenn ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt Vitra gelernt habt. Ich habe es durch ausgerüstet. Ich versuche gerade eher Ramu zu lernen, aber prinzipiell könnt ihr ja zu diesem Zeitpunkt schon Vitra drauf haben. Okay, jetzt hat sie mich auf dem Kika. Ist auch in Ordnung. Ich habe ihr nichts getan. Hast ein paar Mal eins übergezogen mit einem großen, fetten Schwert. Aber abgesehen davon habe ich noch nichts getan. Das ist grausam. Naja, Wasser geht eh wieder auf alle, was ein bisschen nervig sein wird. Ja, ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist gut ausgedrückt. Ein bisschen viel. Aber das ist schon in Ordnung, wie gesagt. Wir kriegen keine Erfahrungspunkte, also ist es prinzipiell völlig irrelevant, wie das hier läuft. Unglaublich, aber wahr. Ja, das war schon. Ihr seid stärker als erwartet.
Man könnte natürlich meinen, ich kann jetzt vom Glück reden, dass ich hier gerade noch lebe, denn ich bin ja fast abgekackt und dem wäre wahrscheinlich auch so, aber ich habe alles geklaut, mir reicht das. Ja, wie ihr seht, hört's einfach auf. Alleine habe ich mich da wohl etwas übernommen. Na, dann erstmal einen strategischen Rückzug. Ja, und so endet dann auch dieses Kapitel mit Lani, der Kopfgeldjägerin. Wir werden sie nie wiedersehen. Zumindest nicht in einem Kampf. Ich nehme euch einfach mal die Spannung, weil es ist keine Spannung. Da passiert nichts mehr. Ist interessant, das heißt ja, ich mache erstmal einen strategischen Rückzug. Trotz allem werden wir sie nie wiedersehen. Diese Dinger waren eigentlich weg. Sie machen keinen Schaden, sondern ihr würdet einfach nur abprallen. Warum gehe ich jetzt zurück? Ganz einfach, da wo die Hades-Droschke war, können wir jetzt hinein. Und da würde ich auch eigentlich gerne hineingehen. Noch in diesem Part, wenn ich es denn hinkriege. Das, meine lieben Damen und Herren, sind Krabbelfressen. Krabbelfressen sehen nicht unbedingt hübsch aus. Ja, sind sie wahrscheinlich auch nicht. Dann wiederum, das wird wahrscheinlich auch nicht Sinn und Zweck von einer Krabbelfresse sein. Schön auszusehen. Na, gucken wir mal. Vielleicht mit ein bisschen Glück kann ich sie fressen. Mit ein bisschen Glück bringe ich sie aber auch um. Beides ist mir recht. Gut, noch lebt sie. Das überlebt sie auch noch. Ich denke mal, dann werde ich sie jetzt fressen können. Wenn sie denn was Neues drauf hat. Ansonsten ist es ungenießbar und das war's. Ja. Gut, ich mache ihr da keinen... Ich drehe da keinen Strick draus. Dieses Ding sieht sowieso nicht sehr lecker aus. Ah je. Ich sollte aufhören, Monster nach ihrem Aussehen zu beurteilen. Die armen Kreaturen können ja nichts dafür. Aber ehrlich, ich würde es auch nicht essen wollen. Ich probiere eben gerne aus mit der Blaumagie. Vor allen Dingen, weil ich nie weiß, welches Viech genau was hat. Es gibt ein paar Zauber, da weiß ich es, weil die mich immer interessieren. Es gibt aber ein paar Sachen, wo ich denke, ja, 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 passt schon. Hauptsache, Quina ist glücklich oder so ähnlich. Gut, das heißt, diese Krabbefresse kann sterben. Diese Krabbefresse wird auch sterben und dann sind wir fertig mit dem Kampf. So ist das immer gut, so gefällt mir das. Ich meine, ich darf mich auch nicht beschweren, ich kriege hier vor allen Dingen AP und AP ist immer gut. Ich müsste eigentlich mal Quina ausrüsten, aber ich bin gerade so voll dafür. Es ist früh am Morgen und ich nehme hier auf, weil ich Zeit habe. Und dann Quina ausrüsten. So anstrengend. So anstrengend. Ich bleibe übrigens dabei. Ich finde die Musik in dieser Mine echt klasse. Ist natürlich nur ein bisschen anstrengend, dass der Rückweg so sehr gepflastert ist mit Feinden. Das ist leider so, aber es ist schon recht anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Oh, ein Greif. Ein Greif oder ein Griffon müsste Himmelswind haben. Also wenn ihr es bisher noch nicht gelernt habt, da ist dann nochmal eure Chance dafür. Denn ihr wisst ja, Himmelswind ist eine sehr praktische Technik. Ich allerdings begnüge mich mit einem Grillhähnchen. Denn ich denke mal, so ein Blitz würde einen Greif schon ziemlich gut durchrösten. Ist wahrscheinlich dann hinterher sehr knackig. Zergeht auf der Zunge. Und wir erhalten ein Peridot. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das Interessante an den Steinen mittlerweile nur noch, je mehr Steine ihr im Besitz habt, desto stärker ist hinterher die Bestia. Also je mehr Peridote ich habe, desto stärker ist der gute alte Ramu. Wenn ich ihn denn benutze. Das ist prinzipiell sehr interessant. So, hier habt ihr den Gladius. Der Gladius ist ein bisschen schwächer. Ich werde ihn jetzt einfach mal ausrüsten. Er hat halt eh Gemach, also wenigstens kann ich Hau den Lukas aktiviert lassen. Ich benutze ihn jetzt einfach nur, weil er, wie gesagt, ein bisschen schwächer nur ist, aber mir wenigstens eine neue Technik beibringt. Das ist immer gut. Ah. Felsenfest. MP plus 10. Wunderbar.
Naja, und die Mithrilgabe kann bleiben. Ich glaube, dieses Vollmond, welches dafür da ist, um Leute einfach in Ekstase zu... oder nicht Ekstase, Trance ist es ja, zu versetzen, ist eine der Techniken, die am meisten AP im Spiel braucht. Danach gibt es, glaube ich, kein zweites. Gut, funktioniert immer noch damit. Ja, da ist der neue Zauber Bio, den ich gerne benutzen würde gerade, aber naja, da fehlen mir die MP zu. Aber da der Part fast vorbei ist und ich dann einfach rausgehen werde, um mich zu heilen, ja, das ist jetzt ein bisschen hinfällig. Müsste trotzdem reichen, hoffe ich doch mal. Ja, wenn das alles ist, was in dieser Mine zu finden ist, dann werden wir eigentlich ein relativ einfaches Spiel haben. Das können wir zumindest sagen. Ja, ich gehe jetzt noch zurück. Schlunderdrachenkarte. Schön, habe ich wieder mehr Karten zu verbasseln, wenn ich mal wieder irgendeinen finde, der mit mir spielen will. Wo ich dann wieder alle paar Minuten verliere. Yeah. Ich wünschte einfach, Final Fantasy 9 hätte das Kartensystem von Final Fantasy 8. So, wenn wir reingehen. Ja, das war jetzt ein bisschen schnell, da ist ein Elixier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.